mit Kessel und Besen. Prolog: Vom Loch im Boden. Überfall auf das avantgardistische Schurkenviertel. Mein Name war Benedikt. Ich wurde ohne Vorwarnung und mit fragwürdigen Erinnerungen von meiner Mutter unter Überzeugung geboren, benötigte zahlreiche Jahre, um zu wachsen, und hatte als Neugeborener nichts Weltbewegendes zu sagen, noch vermochte ich Berge zu versetzen. Ich nutzte die ersten Jahre meines Lebens, um mich eingehend mit meinem Körper zu beschäftigen, leckte an und biss in Dinge, lernte nach dem Essen ein Bäuerchen zu machen und später den Boden mit meinem Leib zu säubern. Meine Mutter überzeugte mich durch beispielhafte Selbstdarstellung von den Vorteilen des aufrechten Gangs und bald begann ich mit dem Versuch, fundamentales Wissen zu überreden, in meinem Kopf heimisch zu werden. Meine Mutter unterstützte mich bei meiner Entwicklung nach bestem Wissen und Gewissen. Erst klopfte sie mir freundschaftlich auf den Rücken, dann räumte sie hinter mir her und als ich in die Pubertät kam, ließ sie mich einfach gewähren. Sie ist eine gute Frau und ich liebe sie. Mit meinem Vater hatte meine Mutter nur eine einzige Nacht in einem fernen Land verbracht. Am nächsten Morgen fand sie lediglich einen Zettel auf seinem Kopfkissen, auf dem stand: war gut gewesen. Seither hatte sie nie wieder etwas von ihm gehört. Sie verbrachte viele Stunden ihres Lebens in diversen Arbeitsverhältnissen und frönte nur einer einzigen Freizeitbeschäftigung, nämlich mir. Da sie jedoch täglich lange schuften musste, war ich oft auf mich allein gestellt. Wann immer es mir möglich war, flüchtete ich mich in meine Fantasie und bestritt atemberaubende Abenteuer in gigantischen, bunten Welten voll von Magie, Drachen, Göttern und Dämonen. Dabei bemerkte ich, dass etwas Unbekanntes in den Tiefen meiner Fantasie schlummerte. Ich versuchte, meine Seele zu ergründen und fand ein Gewirr aus Gedanken und Stimmen, die mit jedem bestrittenen Lebensjahr lauter zu werden schienen, bis sich das stetige, drohende Flüstern erhob. Da meine diesbezüglichen Schilderungen von meinen Mitmenschen eher negativ aufgenommen wurden, begann ich die Stimmen zu ignorieren und brachte sie schließlich gänzlich zum Schweigen. Nur hin und wieder erlitt ich einen Anfall. Ich weiß, dass sie noch immer tief in mir schlummern und lauern. Auch mein Sarkasmus wurde von meinen Mitmenschen nicht lobend gewürdigt und so blieb ich ein Außenseiter. Ich vermied tunlichst soziale Kontakte und schaffte es lediglich, die Gegenwart meiner Mutter als angenehm zu empfinden. Meine schulischen Erfolge reichten aus und schließlich wuchs ich zu einem Jugendlichen heran. Abseits von gesellschaftlichen Normvorstellungen war ich ein ganz normaler Junge mit katzenartigen Reflexen, einer ausgezeichneten Hand-Augen-Koordination, herausragenden Führungsfähigkeiten und einer hervorragenden Rhetorik. Eines Tages fand ich ein multimassives angeschlossenes Rollenspiel, bei dem man mit zahlreichen anderen Menschen über weite Distanzen Abenteuer in fantastischen Welten bestreiten konnte. Dies war meine Chance, meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und bald erblickte der stolze Krieger Benediktus das Licht der Welt. Mutig stand ich immer in der ersten Reihe, schloss mich bald einer kompetenten Vereinigung an und wurde binnen kurzem zum Leiter der sakralen Gilde Geißel von Erebus und anderen düsteren Gesellen erwählt. Ich führte meine Gefährten gegen die Barbaren im Land der Himmelstacheln und überwand mit ihnen den epochalen Rücken des betenden Titanen. Wir waren die erste Gilde, die die Zunftmeister zwischen den zitronengelben Zypressen besiegten und uns nun den Schurken stellen würden. Unsere Namen gingen über die Lippen von zahlreichen gemeinen Helden. Es war der Tag meines 16. Geburtstags und die Minute, in der ich vor so vielen Jahren geworfen wurde, rückte unweigerlich näher. Ich saß gerade gemütlichst in meinem Lehnstuhl in meinem Zimmer, optimierte noch meine Fingernägel, um die uneingeschränkte Kontrolle über meinen Krieger zu besitzen und plante den Überfall auf das avantgardistische Schurkenversteck. Gerade als ich mit meinen Ausführungen beginnen wollte, betrat meine Mutter mein Zimmer und brachte mir Erdbeertee. Ich gab ihr eloquent zu verstehen, dass der bevorstehende Angriff mindestens 4 bis 5 Stunden dauern und ich meine volle Konzentration benötigen würde.
Sie sicherte mir ihre vorübergehende Abwesenheit zu, doch ich wusste, dass sie spätestens in einer Stunde mit einem neuen Erdbeertee und Keksen wiederkommen und nach unseren Erfolgen fragen würde. Sie war eben eine fürsorgliche Mutter und ich liebe sie bedingungslos. Ich wartete geduldig, bis sie mein Zimmer verlassen hatte, nahm einen Schluck des Heißgetränks und begann, meine Gilde zu instruieren. Liebe Gefährtinnen und Gefährten, wir haben heute einen langen Weg vor uns und werden gegen Ende tief ins avantgardistische Schurkenversteck vordringen. Direkt vor uns erstrecken sich die Wiesen der Verwaisten, auf denen der Schweinehirt auf uns wartet, welcher uns seine testierfähigen Eber auf den Hals hetzen und uns mit seiner Mistgabel zu Leibe rücken wird. Nach einem längeren Pfad und zahlreichem Gesinde gelangen wir über den Wehrgang in die Stadt und werden uns um den blutigen Metzger kümmern, der uns mit seinem Beil und seinen untoten Balzschweinen das Leben nehmen wollen wird. Am Ende des heutigen Überfalls gelangen wir in das Schurkenviertel, wo der Grillhans auf uns wartet. Er ist ein Fleischfresser durch und durch, duldet keine Vegetarier und greift jeden an, der Kräuter oder Wasser bei sich trägt. Danach kann sich die Gilde verdient ausruhen, bis wir morgen unseren Schlachtzug gegen den Anführer, den großen Fleischwolf, beginnen und ihn den Gar ausmachen werden. Bitte plant auch morgen mindestens 4 Stunden ein, denn der Wolf mit seinem gigantischen Fleischermesser im Maul ist kein Zuckerschlecken. Doch nun zum ersten Gesinde, welches nicht einfach zu besiegen sein wird. Die neurotischen Gesellen der Schweinehirten dürfen nicht unnötig in Angst versetzt werden, da sie sonst sofort zum Dorf laufen und den Pöbel alarmieren. Ihr kennt das vom letzten glücklosen Angriff. Ich werde als erstes die mollige Maid anstürmen, während sich der Barbar um den Kotelettrabauken kümmert. Die Heiler achten bitte dieses Mal sorgfältig auf die Gallenpfützen der Hirtenanwärter. Die Magier kümmern sich um die Schafe und verlangsamen im Notfall die flüchtenden, neurotischen Gesellen mit ihren Eiszaubern, während die Jäger die Phalanx der verdrießlichen Hunde und das restliche Vieh in ihren Fallen kontrollieren. Passt auf, dass euch die Köter nicht beißen und mit Tollwut infizieren. Die Fernkämpfer und besonders die Waldläufer müssen sich mit ihren Attacken zurückhalten, bis sich der Mob vollkommen auf den Barbaren und mich konzentriert. Sollten unerwarteterweise die dämonischen Krähen auftauchen, müssen sie sofort von den Baktieren gebannt werden. Noch Fragen? Alle bereit? 5, 4, 3, 2. Ich stürmte los und wie immer surrten einige Pfeile zu früh über mich hinweg, doch wir bekamen den Mob schnell unter Kontrolle, während ein Speer seelenruhig im Fliegenschwarm stand und ein Schamane über die Klippen in das requirierende Meer schlenderte. Es ist immer dasselbe. Schon nach einer halben Stunde hatten wir den Schweinehirten erreicht. Ich erklärte die Taktik und visierte den ungewaschenen Jungen mit seinem Strohhut an. In der Sekunde meiner Geburt vor 16 Jahren stürmte ich erneut los, als sich plötzlich ein etwas unscharfes Portal in den buntesten Farben unter meinem bequemen Lehnstuhl öffnete und ich in die Tiefe stürzte. Ich verdrehte genervt meine Augen und fluchte. Das ist jetzt aber ungünstig. Das Portal. Geistesgegenwärtig reckte ich mich im Fall nach oben und brüllte meinem Stellvertreter, dem Barbaren AFK, entgegen, was so viel bedeutet wie: Du musst den Angriff auf das Schurkenversteck übernehmen, da sich gerade tatsächlich ein Portal unter meinem Sessel geöffnet hat und ich in ein Loch ohne mir bekannten Boden falle. Ich war davon überzeugt, dass er sicherlich angemessen reagieren würde. Mein Magen verkrampfte sich, während mein Zimmer in der Ferne über mir verschwand. Ich fiel ohne jegliche Interaktionsmöglichkeit durch einen bunten Korridor, tiefer als dies in dem 3-stöckigen Haus, in dem ich lebte, eigentlich möglich gewesen wäre. Ich vermute, ich wurde das Opfer eines inkompetenten Baumeisters und diese umstrittene Erdanziehungskraft, von der immer wieder die Rede ist, hat sicherlich auch etwas damit zu tun. Selbstverständlich konnte ich einen hinterlistigen Magier einer fernen, fantastischen Welt nicht ausschließen. Mein bequemer Lehnsessel, mein Zimmer, meine Nagelschere und auch alles andere Nützliche waren Vergangenheit.
Ich hatte während des gesamten Falls keine Möglichkeit, über meine aktuelle Situation zu recherchieren. Also schrie ich einfach panisch vor mich hin, natürlich nur, um mir die Langeweile zu vertreiben. Physik war noch nie meine Stärke gewesen, doch nach einem langen Fall glaube ich im Allgemeinen an einen harten Boden, auf dem ein zarter Junge wie ich ungefragt zerschellen würde. Außerdem machte ich mir Sorgen um meine Gilde, die schon bald die Schlachterei erreichen würde. Ich konnte nur hoffen, dass sie nicht den blutigen Wirbelhaken des Metzgers vergessen würden. Der Fall dauerte verschämterweise an. Also verstummte ich und begann zu sinnieren. Meine geliebte Mutter würde bald in mein Zimmer kommen, um mir neuen Erdbeertee zu bringen. Doch sie würde nur eine halbleere Tasse und einen verwirrten Krieger vorfinden, der auf der Heide des Schweinehirten in die Botanik blickt. Sie würde von einem erneuten Vorfall ausgehen, doch dieses Mal konnte sie mich nicht einfach zu einem Kopfdoktor bringen. Irgendwann würden sich auch meine Gildenmitglieder ernsthafte Sorgen machen, doch sie kannten weder meine Adresse noch meinen richtigen Namen. Meine Welt war folgelogisch in hellem Aufruhr. Und ich flog derweilen belanglos durch einen bunten Korridor und kratzte mich an der Nase. Doch egal, wohin mich das Schicksal führen würde, ich würde versuchen zurückzukehren. Bis dahin wünschte ich mir, dass meine Gilde und meine Mutter einen adäquaten Ersatz für mich finden würden. Dann wurde es dunkel und ich schlug auf. Es tat kaum weh und mein Körper zerplatzte nicht in zahlreiche kleinste Teile oder verwandelte sich in eine rote Suppe aus Blut, Eingeweiden und einige Knochen für den herzhaften Geschmack. Nein, ich landete in einer schleimigen Masse und plötzlich herrschte absolute Stille. Etwas geschah mit mir. Ich drehte und wand mich langsam um meine eigene Achse, fühlte Wände, die mich in der schleimigen Flüssigkeit hielten und empfand Geborgenheit und ein logisches Unbehagen. Zeit verging, in der ich absolut nichts machen konnte. Dann plötzlich erschienen diffuse, schlecht aufgelöste Bilder von Männern und Frauen, Rassen und Professionen, von Waffen und Kleidungsstücken und Licht und Dunkelheit vor meinen Augen. Meine Gedanken verweilten noch immer bei meiner Mutter, weshalb ich eine gewiefte menschliche Frau mit einem flotten Besen fokussierte, die vor einem Tisch stand, von dem aus die unterschiedlichsten Dämpfe aufstiegen. Dann endlich vernahm ich die ersten Geräusche, drehte und wand mich weiter, konnte durch die Wände hindurch Licht fokussieren, drückte und stemmte, zog und zerrte, löste endlich ein Stück aus der Hülle und streckte meine Arme ins Freie. Ich setzte mein Tun fort, brach Stück um Stück meines Gefängnisses auf, fühlte, wie der Schleim um meinen Körper auseinanderrann, reckte mich hoch in die Luft, sah mich um und kauerte mich sogleich wieder zusammen. Obwohl weder Forstwirtschaft noch Zoologie je meine Stärken waren, konnte ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich mich in einem bunten, fremdartigen Wald in den Bruchstücken eines riesigen Eis befand, welches in einem Nest hoch oben auf einem Baum lag. Ich war splitterfasernackt und dachte bei mir, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ans Norail. Ich befand mich in einer fremdartigen Welt, in einem gigantischen Nest auf einem Baum und war gerade nackt aus einem Ei geschlüpft. Kryptoornithologie war noch nie meine Stärke gewesen, doch die überdimensionalen Raubvogeleier in Menschengröße neben mir ließen mich unbestimmte Gefahr wittern. Ein Eichhörnchen auf einem Nachbarbaum sortierte gerade seine Nüsse nach Größe und Form und beobachtete mich. Es versprach keine Hilfe. Ich krabbelte grimmig entschlossen, klammerte mich an einen mir unbekannten Ast und fühlte, wie ein lauer Frühlingswind über meine Haut strich. Ich begann unkontrolliert zu zittern, war jedoch der Überzeugung, dass dies lediglich an der Kälte und nicht an kindlichen Angstzuständen lag. Das Eichhörnchen schien zu kichern. Ich überlegte, wie groß die Besitzerin der Raubvogeleier sein musste und wog meine Chancen ab. Entweder würde eine überdimensionale Mutter mit spitzem Schnabel und scharfen Krallen in ihr Nest zurückkehren, mich als artfremdes Wesen identifizieren und seiner Brut zum Fraß vorwerfen.
oder das garstige Wuscheltier vom Nachbarbaum würde zu mir herüberspringen, mir in seinem Hoheitsgebiet das Gesicht zerkratzen und mich anschließend vom Ast stürzen. In diesen luftigen Höhen sah ich keine Zukunft für mich, weshalb ich mich für einen vorsichtigen Abstieg entschied. Mit meiner schleimüberzogenen Haut griff ich nach dem nächsten Ast und rutschte überraschend ab. Bei meinem gewollten und zielführenden Sturz in die Tiefe hatte ich selbstverständlich alles unter Kontrolle. Erst wickelte ich meinen nackten Leib um einen tiefer lauernden Ast, dann plumpste ich kopfüber in ein unbewohntes Krähennest, sofort bekam ich einen Zweig zu fassen, der, wie von mir vorhergesehen, augenblicklich abbrach und landete schließlich, wie von mir mathematisch berechnet, auf meinem Hinterteil im Moor. Ich keuchte, rappelte mich hoch und blickte nach oben. Ich sah, wie der Wollknäuel so heftig lachen musste, dass ihm eine Nuss entglitt. Er war ähnlich gewandt wie ich, sprang nach unten, erfasste seine Nahrung, schwang sich an einem Zweig wieder nach oben, landete, hielt sein Futter wie einen Pokal in die Höhe und posierte angeberisch. Mit ein bisschen Übung konnte noch etwas aus ihm werden. Peinlich berührt musterte ich meine Umgebung. Die Natur war noch nie meine Stärke gewesen. Doch aufgrund des nassen, schleimigen Bodens vermutete ich, dass ich mich in einem heimtückischen Moor befand. Unverhofft erblickte ich ein kleines, fülliges Mädchen, bei dem ich zuerst nicht sagen konnte, ob sie stand oder lag. Sie durfte ihren Leib eher eine Kugel nennen als einen menschlichen Körper. Ihr braunes Haar glänzte fettig in der Sonne und ihr sicherlich wunderschönes Gesicht wurde durch zahlreiche Warzen geschickt verhüllt. Ihre großen Augen waren intensiv blutunterlaufen und über ihrem unförmigen Körper trug sie einen straffen Jutesack. Das kleine Ding stand lethargisch und mit fragendem Gesichtsausdruck zwischen zwei Bäumen und sah irgendwie traurig aus. Ich wischte mir den Schleim von meinem Leib und bedeckte meine Blöße mit einem Blatt, welches ich zuvor auf ungewünschte Juckspuren getestet hatte. Dann winkte ich dem Mädchen und ging zu ihr hin. Das Geschöpf reagierte nicht die Bohne. Ich verbeugte mich tief, schnippte mit meinen Fingern vor ihren vermeintlichen Augen oder zwei glänzenden Warzen und hüpfte würdevoll herum, doch noch immer war keine Reaktion ersichtlich. Sie war ein Warzenfels in der Brandung. Schließlich nahm ich einen Tannenzapfen und versuchte damit, das Eichhörnchen auf das Gehör zu jagen, doch noch immer geschah nichts. Erst als ich sie ansprach, reagierte der Wonneproppen. Meine Stimme klang höher als erwartet und meine Sprache blumiger als beabsichtigt. Die Waldgeister zum Gruße, meine holde Maid. Wie lautet dein werter Name? Das schwartige Wesen schien unter ihrer Warzenmaskerade betrübt zu lächeln und erklärte schluchzend. Mein Name ist Mildred mit der Spiegelhaut. Ich mutmaßte, dass Mildreds Eltern über eine gehörige Portion Humor verfügten, doch erklärte förmlich. Hallo Mildred, mein Name ist Benedikt, schön dich zu treffen. Ich habe zwei, drei kleine, fundamentale Fragen und mich gewundert, ob du mir helfen könntest. Ich würde gerne wissen, wie ich schnellstmöglich an Kleidung komme, wo genau ich mich hier befinde und besonders, wie ich in diesem Moor schnellstmöglich an Kleidung komme. Mildred schien, soweit erkennbar, ihr Gesicht noch stärker zu verziehen. Entweder versuchte sie mich nun doch unter ihren Abdeckwarzen anzulächeln, oder sie bemerkte erst jetzt, dass sie schwer von einem Tannenzapfen getroffen wurde. Auf alle Fälle ignorierte sie meine Frage und erwiderte lediglich. Ich kenne aber schon einen Benedikt. Ich zuckte gleichgültig mit meinen Schultern. Du tut mir leid, aber ich heiße nun einmal nicht Babsi. Könntest du mir jetzt bitte wenigstens eine meiner Fragen beantworten? Mildred nickte oder ließ nur kraftlos ihren Kopf fallen. Ich rechnete mir eine Zweidrittelchance aus, dass sie die wichtigste Frage zuerst überdenken würde, doch sie meinte. Wir befinden uns im Knisterwald, Babsi. Eigentlich heiße ich Benedikt, wie eingangs erwähnt. Und Knisterwald klingt nach einem etwas seltsamen Namen für diese Gegend. Findest du nicht auch? Der Name ist eigentlich sehr treffend. Seit dem großen Waldbrand während der Dürre der Agnostikerwolken glimmt das Unterholz weiter vor sich hin. In der Nacht, wenn die Vögel aufhören zu singen und der Wald zu schlafen beginnt, dann kannst du das Knistern hören. Welcher Name schwebt dir denn für unseren geliebten Wald vor?
Babsis Nudistenhain? Ich fand es nicht gut, dass dieses Katamari begann, sich über mich lustig zu machen. Ich wollte mich gerade erklären, als ich tatsächlich ein leises Knistern vom Waldboden her hörte und roten Schimmer unter den Rinden der Bäume erahnte. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Liebe Mildred, hast du eine hilfreiche Vermutung, warum ich gerade in einem Raubvogelnest aus einem Ei im Knisterwald geschlüpft bin und mich nun hier nackt mit dir unterhalte? Das Mädchen schien kurz zu überlegen oder gegen Blähungen anzukämpfen, bis sie schließlich losschluchzte. Natürlich, um mir zu helfen. Das bezweifle ich ernsthaft. Wenn ich mit anfasse, ist das so, als würden zwei auslassen. Kunibert ist mein bester Freund auf ganz Aznoreil und ich spaziere fast täglich mit ihm durch das Moor des Knisterwalds. Seit kurzem interessiert sich Kunibert jedoch für Nüsse, sammelt diese, klettert damit auf Bäume und versteckt sie in kleinen Löchern. Ich habe mich erkundigt und herausgefunden, dass dieses Verhalten bei Hunden nur äußerst selten vorkommt. Ich blickte fragend in den Warzensalat, dann auf den Baum und mutmaßte. Kann es sein, dass Kunibert ein Eichhörnchen ist? Mildred schien nicht an einer Rassenveränderung ihres Haustiers interessiert zu sein und meinte stattdessen: Ich glaube, dass du hier bist, um mir meinen Hund wiederzuholen. Ich rollte mit den Augen. Hättest du das nicht einige Momente früher sagen können, als ich noch auf dem Baum hing und die Aussicht genossen habe? Mildred schüttelte den Kopf und erklärte selbstsicher. Da kannte ich dich noch nicht. Meine Mutter hat mir beigebracht, dass ich nicht mit Leuten sprechen darf, bevor sie mich ansprechen. Wenn sie Helden sind, dann muss ich ihnen eine Aufgabe geben. Kannst du mir bitte helfen, Heldin Babsi? Ich erkannte die Mechanik und seufzte. Keine Sorge, nur Wesen in höchster Not würden es wagen, dich freiwillig anzusprechen, liebe Mildred. Du musst dir also nicht allzu viele Aufgaben ausdenken. Ich werde dir gerne helfen, deinen Kletterdackel Kunibert vom Baum zu holen. Doch ich benötige unbedingt Kleidung und eine Tasse Erdbeertee, sonst bin ich zu nichts zu gebrauchen. Das Mädchen begann zu weinen und quengelte. Kunibert ist der beste Dackel auf ganz Aznoreil. Ohne ihn habe ich keinen einzigen Freund mehr. Ich kann ihn doch nicht so einfach auf den Baum zurücklassen. Wenn du mir hilfst, dann werde ich dir Kleidung schenken. Versprochen. Der Eichhörnchen-Dackel am Baum. Ich nickte seufzend, ging zu dem Baum und blickte nach oben. Er war so gigantisch, dass selbst ein versierter Baumsteiger wie ich einige Zeit benötigen würde. Ich testete das Material, atmete kräftig durch, griff nach dem ersten Ast und begann mich ächzend in die Höhe zu strampeln. Professioneller Tierräte ist zwar nicht gerade meine Stärke, doch langsam wurde mir wirklich kalt und ich wollte nicht als Exhibitionist auf einem Scheiterhaufen im Knisterwald enden. Was würde da meine Mutter sagen? Im Nachhinein muss ich zugeben, dass man den Aufstieg auf den Baum etwas effektiver hätte gestalten können. Zu Testzwecken plumpste ich erst mehrmals erneut auf den moosigen Boden zurück, dann hing ich eine ganze Weile resignierend an einem Ast und analysierte meine Situation und schließlich fand ich mich kopfüber zwischen den Zweigen wieder. Endlich erreichte ich Kunibert's Baumloch und begann mit dem Ungeziefer zu diskutieren. Er war für meine Argumente nicht aufgeschlossen und bald entbrannte ein heftiger Streit. Das Eichhörnchen gewann. Als mir Kunibert selbstsicher den Rücken zuwandte, bekam ich ihn endlich zu fassen, woraufhin mich das Vieh sofort biss. Ich ließ wieder los und musste zusehen, wie der Wollknäuel auf den Nachbarbaum sprang, sich umdrehte und mich aufforderte, es ihm gleich zu tun. Ich hätte ihm meine katzengleiche Gewandtheit bewiesen, doch die Kälte und meine nackte Haut waren keine hilfreichen Grundlagen für akrobatische Höchstleistungen. Also fiel ich wieder unkontrolliert und zielsicher nach unten und versuchte mein Glück auf meinem Geburtsbaum. Da der unterste Ast jedoch hämische 5 Köpfe über mir posierte, erkannte ich, dass das wohl nichts werden würde. Also änderte ich meine bisher sicherlich nachvollziehbare Strategie und sah mich um. Plötzlich erspäht meine messerscharfen Adleraugen einen kleinen Strauch mit Nüssen. Ich näherte mich dem Busch mit gebührendem Respekt, pflückte einige der braunen Kugeln und lockte das widerspenstige Vieh mit voluminös geformten Schmatzlauten an.
Als ich zu Mildred zurückkehrte, war Kunibert gerade damit beschäftigt, die Nüsse in meinen ungewöhnlich langen Haaren zu verstauen. Das kleine, runde Mädchen stand mit einem erwartungsvollen Gesichtsausdruck im Moor und blickte in die Botanik. Erst als ich ihr den Flohspender überreichte, reagierte sie und schloss ihren vermeintlichen Dackel freudig in ihre von Warzen übersäten Arme. Dann wurde es zum ersten Mal an diesem Tag etwas seltsam. In einer meiner Meinung nach sinnlosen Diskussion versuchte Mildred Kunibert davon zu überzeugen, dass er die Nüsse zwar sammeln dürfte, diese jedoch ab sofort wie ein guter Hund im Haus verstecken solle. Ich räusperte mich und wies dezent auf mein kleines Temperaturproblem hin. Ich möchte euer angeregtes intellektuelles Gespräch nicht unterbrechen, doch meine Zehen zwingen mich dazu. Sie drohen nämlich gleich durch die Biberei zu zerbrechen. Die Jahreszeiten waren zwar noch nie meine Stärke, aber das Moor ist feucht und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht gerade Hochsommer haben. Wie sieht es denn jetzt mit meiner Kleidung aus? Mildred bedankte sich, dass ich ihren Eichhörnchen-Dackel zurückgebracht hatte, zog ein paar löchrige, stinkende, graue Socken zwischen ihren üppig bewarzten Brüsten hervor und überreichte sie mir gnädig. Ich nahm die Käseessenz mit den Fingerspitzen und wartete auf mehr. Doch schon wieder setzte das Mädchen einen fragenden Gesichtsausdruck auf und blickte in die Botanik. Kein Fluchen, Schnipsen und Springen half. Ich verstand, seufzte und fragte, was kann ich noch für dich tun, Pfirsichgesicht? Socken im Sumpf. Die kleine Pfefferschnute schien unter ihrer Warzmaskerade zu überlegen und erklärte schließlich. Du kannst ja noch keinen einzigen Zauber und Waffen hast du auch keine. Da bleibt leider nicht viel, was du für mich tun kannst. Ich könnte dir einige Diäten näher bringen oder dir die Geschichte von der sakralen Gilde Geißel von Erebus und anderen düsteren Gesellen erzählen, wie sie vor einigen Monaten den giftigen Prior und seine puritanischen Agnostiker im zwielichtigen Kloster mit einem Palimpsest verflucht hat. Nein, danke, erwiderte Mildred gleichgültig, ohne zu wissen, was ihr da entging. Plötzlich blickte sie verlegen zu Boden, bohrte ihren großen Zeh in die sumpfige Walderde und begann betrübt zu erzählen. Sabrina von der Holzhütte ist meine beste Freundin auf ganz Aznoreil. Wenn wir einmal groß sind, dann wollen wir uns gemeinsam ein Haus aus richtigen Ziegelsteinen bauen und zusammen darin wohnen. Bis vor kurzem war Sabrina genauso wie ich. Ein Vulkangesicht? Sie wurde vor 13 Jahren als Waise im Wald vom Jäger Sepp gefunden und in unser Dorf gebracht. Doch dann kam ich und zwei Hexenkinder können nicht bei einer Mama leben. Also wurde sie ausgesiedelt. Meine Mutter und ich waren die einzigsten im gesamten Knisterwald, die sich um Sabrina gekümmert haben. Zu ihrem letzten Geburtstag sind dann plötzlich all ihre Schönheitsknuppeln, du meinst Warzen, abgefallen. War bestimmt eine ziemliche Sauerei. Nun interessiert sich der Prahlhans Bruno glutenfrei für meine kleine Sabrina. Aus unerfindlichen Gründen scheint sie ihm nicht abgeneigt zu sein. Kann ich ihr nicht verdenken, wenn die Alternative dein Mondgesicht ist. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin schon 12 Jahre alt. Ab meinem nächsten Geburtstag bin ich geschlechtsreif. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Wahrscheinlich fallen auch deine Schönheitsknuppel ab, wenn du erst alt genug bist. Und dann wirst du sicherlich viele Freunde finden. Mildred schüttelte den Kopf und erklärte traurig. Meine Mutter hat gesagt, dass die wenigsten Hexen mit Schönheit gesegnet sind. Ich werde wohl mit meinen Schönheitsknuppeln leben müssen. Ich möchte Sabrina zeigen, wie lieb ich sie habe und sie zurückerobern. Du bist eine Hexe? Na, Schildkröte bin ich keine. Klingt nach einer duftenden Idee. Doch ich befürchte, dass du selbst bei der Entwirrung des gordischen Knoten mehr Erfolgschancen hättest. Als mich das Ding einfach nur fragend anblickte, seufzte ich. Was soll ich für dich tun, Streuselkuchen? Hoffnung flammte Mildred auf, als sie mich bat. Liebe Babsi, ich möchte, dass du mir 6 Käserosen besorgst. Das sind nämlich Sabrinas Lieblingsblumen. Wenn ich ihr einen duftenden Strauß überreiche, so wird sie sich sicherlich wieder an unsere gemeinsame Zeit und an unsere Liebe erinnern. Bestimmt. Ich wüsste ad hoc nichts, was an diesem Plan schiefgehen könnte. Mildred nickte entschlossen. Dann sind wir uns ja einig. Wer? Du erkennst die Käserosen an ihrem lieblichen, penetranten Geruch nach Käsefüßen und ihren gelben Blättern.
Würde sich Sabrina nicht auch über ein paar Pilze freuen, versuchte ich die bevorstehende Geruchstortur abzuwenden. Käserosen sind Sabrinas Lieblingsblumen, musst du wissen, wiederholte Mildred. Sie wachsen in diesem Moor, nicht weit von hier in der Nähe des Weihers bei der Höhle der Resignationsspinnen. Diese Tierchen sind vollkommen harmlos, solange man sie nicht anstupst. Dann werden sie nämlich zornig und da du nichts zur Verteidigung bei dir trägst, wärst du wohl schnell ein vergifteter, klebriger Knäuel. Pass also auf, aber sonst musst du dir keine Sorgen machen. Ich bin die Ruhe in Person. Wenn es so unfassbar ungefährlich ist, warum sammelst du das stinkende Gemüse nicht selbst? Na, ich hab doch Angst vor den Spinnen und möchte nicht als giftiger Klebeklumpen enden. Dumme Frage. Mein Fehler. In welcher Richtung befindet sich denn das stinkende Grünzeug und die Resignationsspinnen? Mildred wirbelte herum, versuchte sich unter den Warzen zu orientieren und zeigte in eine, wie mir schien, beliebige Richtung. Die Käserosen sind sehr unbeständig. Sobald du die prachtvollen Blumen gepflückt hast, musst du sie regelmäßig duschen, damit sie nicht verwelken. Hier ist ein Eimer. Wo hast du plötzlich einen Eimer her? Wollte ich fragen, als ich noch rechtzeitig erkannte, dass ich die Antwort gar nicht wissen wollte und meinte stattdessen, das ist kein Eimer, sondern ein Loch mit Blechstücken dazwischen. Du kannst den Eimer im Piranha-Weiher befüllen, aber pass auf deine Hände auf. Die süßen Fischlein dort sind immer hungrig und haben scharfe Zähne. Ansonsten ist der Name weitgehend irreführend. Weil es kein Weiher ist, fragte ich sarkastisch, doch Mildred blickte schon wieder lethargisch in die Botanik. Resignierende Käserosen. Wie die Spinnen resignierte auch ich, zog mir meine Socken über und trat mir durch die Löcher zwei Regenwürmer ein, die ich sofort Mandy und Andy nannte. Ich machte mich auf den Weg und bemerkte, dass Socken als Schuhwerk für nasse Sümpfe nicht gerade optimal geeignet waren. Während meine Fußbekleidung im Moor quietschte, machten es sich Mandy und Andy zwischen meinen Zehen bequem. Die Kälte hatte sich inzwischen bis in meine Glieder vorgearbeitet und ich konnte nur hoffen, dass sich die Resignationsspinnen weder am Klappern meiner Zähne noch am besonderen Geruch meiner Socken störten. Orientierung in waldigen Mooren zählte nicht gerade zu meinen Stärken, dennoch war es für mich einfach, den Weiher zu finden. Ich musste nur dem Zähneknirschen der Piranhas folgen, die gierig auf ein Stück saftiges Fleisch wie mich warteten. Ich sah keinen Sinn darin, das Risiko einzugehen und das Loch mit dem Blechstreifen in das Wasser zu halten. Stattdessen folgte ich dem nervenaufreibenden Klicken der Beinchen der Resignationsspinnen. Ach, was für ein unnötiges Abenteuer, dachte ich bei mir. Ich sprang in einer ungewöhnlich hohen Tonlage kreischend hinter einen Baum, als ich das erste Biest erblickte. Das Spinnenmonster hatte einen moosgrünen Kopf, einen avocadogrünen Körper mit minzgrünem Brutsack und erbsengrünen Beinen, die mit dem Moor zu verschmelzen schienen. Das albtraumhafte Wesen reichte mir locker bis zur Hüfte und krabbelte ziellos vor einer Höhle herum. Ich bin zwar kein Experte in Arachnidenmimik, doch irgendwie hatte ich den Eindruck, dass das Biest gleichgültig dreinblickte. Hinter ihm erhob sich schon die zweite Resignationsspinne. Sie trug einen wasabigrünen Kopf auf ihrem jadegrünen Körper, während spitze bananengrüne Beine bei jedem Schritt in das Moor stachen. Ich beschwor Mandy und Andy, Ruhe zu bewahren und presste meine Lippen fest aufeinander, um das Zähneklappern abzudämpfen. Während ich die Horrortiere studierte, wunderte ich mich, woher ich plötzlich so viel Farben kannte. Durch mein Zittern erfuhr meine Bewegungsfreiheit Grenzen, meine Angst kannte keine. Die Phobie erzeugenden Kreaturen prahlten mit überflüssig vielen Beinchen und übertrieben vielen Augen. Und ihre Kauwerkzeuge waren gigantisch. Lange spitze Zacken ragten aus den Kiefern, die Beine schienen messerscharf und aus dem riesigen gallengrünen Stachel am Hinterleib tropfte giftige Flüssigkeit. Ich fragte mich, welche Wesen in das Beuteschema der Resignationsspinnen fallen könnten. Durch meine versierte Beobachtung erkannte ich, dass jede Spinne ihren Bereich hatte und in ähnlichen Bahnen gleichgültig über das Moor klickte. Ich versuchte mir die Muster einzuprägen, baldoberte Wege zwischen den Geschöpfen aus, verließ schleichend mein Versteck, damit meine Socken nicht quietschten und versuchte die Käserosen zu erspähen.
Trotz penetranten Sonnenschein strahlte plötzlich das Mondlicht zwischen zwei Wolken hervor, hüllte das Stinkgemüse in grauen Schein und ließ es wegweisend schimmern. So funktionierte das hier also. Ich wagte mich weiter vor und bemerkte, wie Gestank nach ungewaschenen Füßen die Luft schwängerte. Ich konnte fühlen, wie sich Mandy und Andy ihre Nasen zuhielten, presste mir selbst eine Hand vor das Gesicht und begann mit meinem botanischen Werk. Meine seltsam langen, schlanken Finger machten das Rosenpflücken trotz meiner Unfähigkeit in Gärtnerei deutlich einfacher. Doch meine Freude währte nur kurz, denn schon begannen die Gewächse tatsächlich zu verwelken. Ich fluchte, ließ von meinem Vorhaben ab, quietschte mich zum Weiher zurück, duschte mit dem löchigen Eimer die ersten Stinkstängel und diskutierte verbissen mit einem Piranha, der an meiner Nase baumelte und von seinen Argumenten einfach nicht loskommen wollte. Es dauerte lange, bis ich die richtige Kommunikationsstrategie gefunden hatte, wischte mir das Blut von der Nase und stapfte unter Protest von Mandy und Andy wieder zurück in das Reich der Käsedüfte. Ich pflückte weiteren veganen Käse und übersah eine der Resignationsspinnen, die gemütlich ihren Weg entlang klipperte und von hinten in mich hineindonnerte. Augenblicklich veränderte sich der Gesichtsausdruck des Biests von teilnahmslos in »Heute ist mir ein Elefant über die Leber gelaufen« aggressiv. Die inzwischen nicht mehr resignierende Spinne riss ihre Kauwerkzeuge auseinander, versuchte mich mit ihren messerscharfen Spitzenbeinchen aufzuspießen und piekte mit ihrem Giftstachel nach mir. Ich rannte los, krampfte meine Zehen zusammen, um weder meine löchrigen Socken noch meine beiden Regenwürmer zu verlieren, stolperte über Wurzeln und durch das glimmernde Unterholz, während mir das aggressive Biest folgte, und hechtete mit letzter Kraft in ein Sumpfloch, welches mich sogleich mit einem natürlich dunklen Teint überzog. Die Spinne zog sich zufrieden in ihren Bereich zurück und setzte wieder ihren gleichgültigen Gesichtsausdruck auf, während die Käserosen zu blühen begannen. Das Sumpfloch schien wie guter Dünger zu fungieren. Der Schlamm wärmte meine frierenden Glieder, doch ließ mich zugleich in die Tiefe sinken. Gemeinsam mit Mandy und Andy zog ich mich aus dem Schlamassel und versuchte mich notdürftig zu reinigen. Schließlich setzte ich mein Vorhaben fort. Als ich endlich 6 Stück des Krauts zusammen hatte, verschwand das Mondlicht und es war mir nicht mehr möglich, auch nur eine weitere Stinkeblume aus der Erde zu ziehen. Sie hatten sich wieder fest in den Boden verbissen, doch damit konnte ich leben. Ich machte mir keine Gedanken darüber und kehrte auf direktem Weg zu Mildred zurück, was trotz meiner herausragenden Orientierung ungewöhnlich lange dauerte. Ich gehe davon aus, dass sich das kleine Bummelchen an einer gänzlich anderen Stelle zwischen zwei identisch wirkenden Bäumen gestellt hatte, um mich heimtückisch zu verwirren. Sie streichelte gerade ihr Eichhörnchen Kunibert und hatte einen erwartungsvollen Gesichtsausdruck aufgesetzt. »Hallo Babsi«, strahlte sie mich an, als ich ihr die Käserosen und den löchrigen Eimer überreichte. Während sie noch in ihrem Glück schwelgte, rieb ich mir meine blutende Nase, räusperte mich und fragte mit erneut überraschend hoher Stimme: »Holde Maid des hügeligen Gesichts, meinen beiden Regenwürmern und mir ist nun wirklich kalt. Könnte ich nun endlich etwas zum Anziehen bekommen?« Mildred nickte und zog ein verdrecktes, löchriges Stück Stoff zwischen ihrem üppigen Warzendekolleté hervor und erklärte: »Dieses wunderschöne Kleid hat einst Sabrina gehört, doch jetzt mag sie es nicht mehr. Ich weiß gar nicht warum.« »Eventuell wegen der ungewollten Freizügigkeit, die durch die faustgroßen Löcher entsteht, oder wegen der Tatsache, dass dieses Kleid aus unerfindlichen Gründen noch schlimmer als die Käserosen und meine Socken zusammen riecht.« »Sabrina will jetzt nur noch schöne, moderne Kleider und sie verwendet sogar schon Schminkutensilien. Das Gute an der Sache ist allerdings, dass ich das Kleid jetzt dir geben kann, liebe Babsi.« Ich hob abwehrend meine Arme und meinte voll Hoffnung: »Hast du nicht eine Hose und ein Leibchen? Selbst mit kurzen Beinkleidern und Strümpfen wäre ich zufrieden. Alles, aber nicht das.« Mildred schüttelte energisch den Kopf, drückte mir das Kleid in die Hände und meinte: »Ich habe momentan leider keinen Freund im Angebot, der gerade aus seinen Sachen herausgewachsen oder dem die Kleidung der Waldbewohner zu leger ist.« Ich resignierte, streifte mir den Käsestoff über den Leib und seufzte: »Liebe Mildred,
Ich bin nackt auf einen Baum geklettert, nur mit Socken bekleidet durch das Moor des Knisterwalds an Spinnen vorbeigeschlichen und trage nun Mädchenkleidung. Könnten wir uns wenigstens noch einmal über meinen Namen unterhalten? Wenn Benedikt schon belegt ist, wäre es vielleicht möglich, meinen Namen in Benediktus zu ändern. Bei der Schreibweise wäre ich flexibel. Mildred kicherte. Benediktus passt doch nicht zu einem Mädchen. Ich erstarrte. Dann ließ ich meinen Blick mit einer dunklen Vorahnung nach unten wandern, erkannte zwei kleine, feste Brüste, die augenscheinlich mir zu gehören schienen, und erwiderte ungläubig. Aber ich bin doch kein Mädchen, ich bin ein Junge, das weiß ich ganz genau, ehrlich. Die Pickel ließen ein Lächeln vermuten, als mein Pummelchen meinte. Dann sieh doch einmal in einen Spiegel. Ich wich verwirrt einige Schritte zurück, drehte mich um, lief zurück zum Weiher, erklärte den Resignationsspinnen und den Piranhas, dass dies kein guter Zeitpunkt wäre, sich mit mir anzulegen, was sie zu akzeptieren schienen, und beugte mich über das Wasser. Selbst mein Spiegelbild starrte mich fassungslos an. Ich war ein 16-jähriges, extrem hübsches Mädchen mit langen roten Haaren, grünen Augen, einer blutigen Nase und dem kreativen Namen Babsi. Das erklärte meine nervtötend hohe Stimme, warum mir immer kalt war, und die festen, wohlgeformten Brüste, die mich schon bei meiner Kletterstunde am Baum irritiert hatten, jedoch von meinem Gehirn als unrealistisch ignoriert wurden. Erschöpft versuchte ich zu verstehen, was mit mir geschehen war. Ich war in einem Ei erwacht und hatte Visionen diverser Rassen, Geschlechter, Klassen und Professionen. Ich glaubte, meine Mutter zu sehen und muss dabei unwissentlich meinen Charakter für diese Welt gewählt haben. Verwirrt watschelte ich zu Mildred zurück und versuchte, mir nichts anmerken zu lassen. »Vielen Dank für diesen beigefarbenen Löcherteppich, den du ein Kleid nennst. Er stinkt wie die Füße eines zum Leben erschimmelten Käses.« Verhält sich zur neuesten Mode wie Spinat so lecker? Ich hasse Spinat. Passt überhaupt nicht zu meinem Hauttyp, und ich verstummte, ließ die letzten Worte noch einmal in meinem Kopf Revue passieren, versuchte meine weibliche Seite zu verheimlichen und fragte, wie soll es nun weitergehen? Muss ich ein Dämonenkaninchen zähmen, weil deine Sabrina auf Karotten steht? Mildred schüttelte den Kopf. Ich habe keine Aufgaben mehr für dich. Ich schlag vor, du begibst dich in mein Heimatdorf, Moorhausen. Es liegt nicht weit von hier. Meine Mutter kann dir sicherlich weiterhelfen. Sie heißt Sieglinde die Schickse und ist die Oberhexe. Ich hielt diesen Vorschlag für vielversprechend, war froh, endlich das Moor verlassen zu können, hoffte auf anständige Kleidung im Dorf und ließ mir den Weg minutiös genau beschreiben. Als Mildred fertig war, bekam sie augenblicklich wieder einen gleichgültigen Gesichtsausdruck. Ich verabschiedete mich, versuchte den Gestank meines Kleids zu ignorieren, glich meine weiteren Pläne noch kurz mit Mandy und Andy ab, die sich freuten, dass meine Zehen nicht mehr so froren und sich gerade gemütlich einrichteten, und marschierte los. Während meine Socken durch den schlammigen Morast quietschten, riet mir meine Lunge lautstark, dass ich nie Langstreckenläuferin werden sollte. Dies störte mich nicht weiter, da Sportmode ohnehin nicht zu meiner Figur. Unbeirrt und festen Fußes stapfte ich an düsteren Tannen und bösartigen Birken vorbei, verließ mich auf meine herausragende Orientierung und fand nach langem Suchen mehr Wald, als plötzlich ein Summen an meine Ohren drang. Auf der Jagd nach Moorhausen. Ich reagierte sofort, verglich den hellen Ton meiner Haut und die unansehnliche Farbe meines Kleides mit der Umgebung, musste feststellen, dass all dies in dieser Natur nicht vorkam, suchte nach dem ehesten Äquivalent und huschte hinter einen Strauch, von dem ich mir die bestmögliche Tarnung erwartete. Umgehend zupfte ich mit meinen geschickten, langen, schlanken Fingern die Blätter innen architektonisch zurecht und fühlte mich sogleich heimelig. Es fehlte lediglich ein rosarotes Sofa, und ein begnadeter Waldläufer und Späher huschte leichten Fußes durch das Moor und erblickte mich sogleich durch schicksalshafte Fügung oder unverschämtes Glück. An meinem einzigartigen, camouflage-dekorierten Versteck kann es nicht gelegen haben. Der Glückspilz begrüßte mich freundlich. Die Tiere des Waldes zum Gruße, junge Dame. Wohin des Weges?
Ich verließ aufrechten Hauptes meinen vorübergehenden Rastplatz, zupfte an einem der Zweige und erklärte: Sei gegrüßt, ich habe gerade Beeren gesammelt und war so erfolgreich, dass ich keinen Biss mehr herunterbekommen könnte. Jetzt bin ich auf der Suche nach Moorhausen. Ein Mädchen namens Mildred hat mir den Weg leider etwas unpräzise beschrieben. Das Gesicht des Mannes hellte sich auf. Mildred ist meine Tochter. Sie ist zuweilen sehr zerstreut, weil sie Beziehungsprobleme mit ihrer Freundin hat. Ich bin Fritz, der Jäger des Knisterwalds. Und wie heißt du? Babsi. Freut mich sehr. Wie es aussieht, bin ich auf der Suche nach eurer Frau, Sieglinde der Schickse. Fritz lächelte. Ich bringe dich gern ins Dorf, dann können wir auf dem Weg ein wenig plaudern. Zwar war es unnötig, mich zu führen, denn meine Orientierung habe ich schon in so manchen Schlachtzügen bewiesen, doch aus Höflichkeit nahm ich dankend an. Glaubt ihr, eure Frau hätte etwas zu essen für mich? Ich bin am Verhungern. Jäger Fritz lachte nur und nickte. Aber natürlich, die Bären dieses Waldes vermögen ein so hungriges Mädchen wie dich selbstverständlich nicht zu sättigen. Meine Frau ist zurzeit wegen Mildred ebenfalls ein wenig zerstreut, aber für eine Dame auf Wanderschaft kann sie immer etwas Zeit erübrigen. Sie ist nicht die Schönste, doch das wirst du schon vermutet haben, wenn du Mildred kennst. Aber sie ist eine gute Seele. Du wirst sehen. Was ist das für eine Sache zwischen eurer Tochter und dieser Sabrina von der Holzhütte, wollte ich wissen. Fritz runzelte die Stirn. Ich habe Sabrina seinerzeit als Neugeborenes im Wald gefunden und in das Dorf mitgenommen. Als Oberhexe hat Sieglinde der Kleine einen Namen gegeben und sich um sie gekümmert. Dann verliebten sich Sieglinde und ich und sie wurde selbst schwanger. Als wir bemerkten, dass Sabrina in ihrer Kindheit unkontrolliert zu zaubern begann, wurde sie zum Risiko für unser eigenes Kind. In diesem Zustand wollte sie auch niemand anders im Dorf nehmen. Sieglinde bat mich, dem Mädchen etwas außerhalb des Dorfes eine Holzhütte zu erbauen. Sie pendelt seither stetig zwischen unserem Haus und der Holzhütte hin und her und als Mildred alt genug war, nahm sie sie mit. Auch unsere Tochter begann schon in jungen Jahren zu zaubern, was für das Kind einer Hexe nicht unüblich ist. Wann immer Sieglinde dabei war, durfte Sabrina zu uns ins Dorf. Da beide Mädchen durch ihre extrovertierte Magie und ihre Schönheitsknubbel nur wenig andere soziale Kontakte knüpfen konnten, verbrachten sie viel Zeit miteinander. Und es kam, wie es kommen musste. Die beiden Außenseiterinnen verliebten sich ineinander, was eigentlich kein Problem sein sollte. Aber aus unerfindlichen Gründen war meine Frau von Anfang an gegen diese Beziehung. Als Sabrina 14. Lebensjahr erreicht hatte, fielen die Warzen von ihr ab und dahinter kam ein wunderschönes Mädchen zum Vorschein. Sie fand schnell Freunde und schließlich interessierte sich sogar der Schönling Bruno Claudin frei für sie. Ich nickte verständnislos und erkannte überrascht, dass wir soeben das Moor verlassen hatten und ein kleines Dorf an genau jener Stelle auftauchte, die mir meine außergewöhnliche Orientierung schon längst prophezeit hatte. Sofort begriff ich, dass dieser Ort das Werk eines kreativen Meisterarchitekten mit einer Aversion gegen rechte Winkel, praxisbezogenes Wohnen, Ästhetik und Statik war. Ich musste an den Baumeister des Hauses meiner Mutter denken, der unter meinem Zimmer ein Loch in diese Welt offen gelassen hatte. Überall standen kleine Hütchen mit schiefen Wänden, gigantischen Fenstern bis unter die Erde, winzigen Türen und hängenden Dächern. Die Wege versuchten Haustüren, Brunnen und Plätze geschickt zu meiden und führten dafür zu geheimen Orten zwischen den Häusern oder verschwanden unter den Wänden. Ungewöhnliche Tiere liefen über die schlammigen Straßen und Kinder spielten am Hauptplatz oder tanzten einen Reigen, wobei sie fröhliche Lieder über fegere Architekten und Statiker sangen und lachten. Fritz wies mir noch den Weg zu Sieglinde, verabschiedete sich und kehrte ins Moor zurück. Ich betrat das Dorf und versuchte mit meinen quietschenden Socken und meinen beiden Regenwürmern Mandy und Andy nicht weiter aufzufallen. Nach einigen ungewollten Dorferkundungsrunden fand ich zielsicher eine ungewöhnlich hässliche Frau, die beeindruckend viele Warzen auf ihrem Gesicht beherbergte und darunter einen hellen Gesichtsausdruck hegte. Ich mutmaßte, dass, wie bei Bäumen die Ringe, bei Hexen die Warzen jedes Jahr zunehmen mussten. Nach dieser These wäre Sieglinde mehrere hundert Jahre alt, doch Dermatologie gehörte noch nie zu meinen Stärken. Ich stapfte schnurstracks auf die alte Vettel zu und sprach mit nervtötend hoher Stimme.
Hallo Sieglinde, Oberhexe von Moorhausen. Ich wurde von deiner Tochter Mildred gesandt und habe auf dem Weg hierher deinen Mann, den Jäger Fritz, kennengelernt. Mein Name ist Babsi. Plötzlich fühlte ich mich stärker, gewandter, geschickter, fitter, willensstärker, charismatischer, klüger und wesentlich intuitiver. Den Link für mein neues E-Book mit Kessel und Besen findet ihr in der Beschreibung. Mit einem Kauf, einem Abo und einem Like würdet ihr mir sehr helfen. Doch das Wichtigste, liebe Kreativskeptiker, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.